Ja, das Modell wurde mir zugesandt von einem YouTube-Zuschauer. Da ging es eigentlich um die Bodenplatte, und die wollte mich gar nicht so gern kümmern, denn ich denke, es wurde eine PDF oder eine DWG vom Architekten drunter gelegt und daran modelliert. Und da war einfach die Katastrophe schon vorprogrammiert aus meiner Sicht. Denn wenn man ein paar Sachen nachmisst, ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Wand, schon mal von hier nach hier. Dann haben wir hier so Ungenauigkeiten, mit solchen kann ich gar nicht arbeiten oder leben. Aus dem Grund, also ich hätte es auch nicht so ge gemacht. Ich hätte jetzt den ganzen Grundriss gedreht. Entweder anhand der Kante oder anhand der Kante. Ich würde jetzt einfach mal zu der tendieren. Also es wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, wenn das Ganze hier so ausgesehen hätte. Man hätte dann einen Einfügepunkt mit dem Architekten finden müssen. Der hätte sich angeboten oder irgendeine Achse, dass man hier den 000-Punkt hat. Genau. Und man stellt sich jetzt auch vor, man müsste Schnitte machen, die kann man jetzt einfach hier parallel machen und muss man jetzt nicht mehr zur Schräge ständig machen. Das hält natürlich enorm auf. So wäre es ein bisschen zeitsparender gewesen. Aber wir kümmern uns heute um diese Rampe. Auch bei der Rampe waren sehr viele Ungenauigkeiten drin. Ich sage jetzt wieder, das ist wahrscheinlich dem Modell oder der Architektur 2D-Zeichnung ja, das ist der Grund, warum es nicht ganz so prickelnd war. Deswegen musste ich sehr viel ausbessern erstmal. Ja, zu Beginn habe ich mir die Rampe angesehen und ich habe jetzt viele Ungereimtheiten feststellen müssen. Daher bin ich hergegangen und habe diese ganzen Unfeinheiten erstmal gesäubert und ausgebessert, weil ich der Meinung bin, dass das am Ende mir wieder Zeit reinholt, wenn ich am Anfang nicht im Chaos beginne. Gerade bei so einer komplizierten Modellierung wie von einer Rampe sollte das schon ein bisschen genauer definiert alles sein. Genau. Was jetzt auch wichtig ist, die blauen Linien sind die eigentliche Rampe. Die grünen Linien und die roten Linien, die ich angefügt habe, die sind im parallelen Abstand entstanden von mir. Denn man sollte mindestens 1 cm Minimum, ich nehme halt einfach gleich 25 Zentimeter oder 75, sollte man die Ebene, die man erzeugt, für die Bodenplatte drüber hinaus modellieren. Ansonsten werdet ihr das schon mal gehabt haben, dass irgendwelche, ja, Bodenplattenüberstände so scheibenartig drüber rausschauen. Und das geschieht 100% bei einer Bodenplatte, wenn ihr nicht die Ebene drüber hinaus zeichnet. Also müsst ihr auch die Höhenkoordinaten nach draußen projektieren. Wenn die Innen- und Außen differenziert sind, dann müsst ihr natürlich etwas zaubern können. Ansonsten könnt ihr das einfach verlängern. Genau. Das habe ich jetzt alles getan, habe das alles ausgebessert, habe die Rundungen sauber und schön gemacht. Genau. Und ich finde die Rampe nicht optimal und auch nicht schön, weil die abrupt in einer Kurve da, ja, so abgelenkt wurde. Aber so viel dazu. Also jetzt wisst ihr schon mal, ich habe jetzt 2D-mäßig einfach die Rampe, die Außenkontur nachgezeichnet in Grün und in Rot, damit man schön die Differenz sieht. Die grüne Linie ist in einem Abstand von 75 cm geschehen zur Außenkante der Wände und der Bodenplatte und die rote 25 cm. Warum? Weil man es differenzieren kann, weil es egal ist. Aus diesem Grund habe ich da zwei verschiedene Maße gemacht. Genau. Jetzt haben wir die Rampe in 2D einigermaßen gesäubert. Mir gefällt sie zwar nicht, weil hier eine abrupte Ecke ist und hier auch, aber gut, wenn das jetzt die Vorgabe ist und die müsste genauso gebaut werden, ist es natürlich möglich. Und das modellieren wir uns. Damit wir nicht durcheinander kommen, mache ich jetzt Folgendes. Ich kopiere mir alle wichtigen Maße und Linien auf ein extra Teilbild. Ja, das ist zum einen, ich mache mal kopieren, Rechtsklick für die Summenfunktion. Ich brauche meine grünen Linien, ich brauche meine roten Linien. Ja, und die Höhen. Und die Höhen.
Mehr müsste gar nichts sein. Zum Modellieren brauche ich natürlich dann die Außenkante von der blauen Linie. Die machen wir dann. Ja, ich kopiere das jetzt mal 100. Moment. Von hier 100 Meter nach oben. Schau, ob ich alles habe. Ja, rot und grün. Hier muss man immer aufpassen, wo ist der Startpunkt gewesen und so weiter und so fort. Das wird halt jeder anders eingegeben haben. Und wenn ihr das vom Architekten übernimmt, werdet ihr auch diese Probleme feststellen können. Aus dem Grund machen wir was, modellieren wir es so, wie es einfach funktioniert. Ich habe hier einen Teilbildrahmenbezugsebene. Mache einen Doppelklick rein. Steuerung Alt V, jetzt sind wir an der Originalposition. Aber wir erinnern uns, ich bin 100 Meter in die Y-Ebene nach oben gegangen und die verschieben wir jetzt wieder nach unten. So haben wir jetzt unseren Grundriss. Man kann sich schon vorstellen, das wird unsere Ebene. Die ist eben drüber hinaus. Ansonsten bekommt ihr auch wieder Probleme beim Modellieren. Wir machen jetzt eine 2D-Abwicklung und dazu, das ist jetzt meine Methode, mache ich mir eine Hilfslinie. Die soll die Nullquote darstellen. Das heißt, ich mache mal 35 Meter nach rechts. Schaut ziemlich gut aus, ne? Dann hole ich mir die Quoten. Sag, du bist die Quote 0. Und von hier gehen wir jetzt. Hier steht 3,15 Meter statt minus 3. Egal. Das kriegen wir ja noch hin, oder? So. Nicht assoziativ. So ist es besser. So, dann machen wir uns eine Quote. Schauen, dass assoziativ aus ist. Machen hier die Nullquote. Dann minus 3,153. Hier sehe ich, hier fehlt das Minus, aber naja, gut. Ist ja eh bloß eine Hilfs Einheit, so kann ich sagen, oder? Minus 1,165 und die minus 7, hey, von hier aus dürfte das natürlich nicht stimmen. Oh. Hier fügen wir noch eins ein. Minus 1,165. So. Wir können uns auch diese Linie kopieren. So, gut. Jetzt brauchen wir die einzelnen Längen, zum Beispiel hier die 263. Wir fangen hier an. Bei hier ist die Höhen. Quote minus 3,153. Also hier ist die minus 3,153. Diese Länge kopiere ich mir, starte bei der minus 3,153, füge das hier ein. Geht zur nächsten Höhenquote, fertig. Dann brauche ich das Bogenmaß hier. Kopiere ich mir auch wieder eine Linie von hier und einfügen. Nächste Linie ist die 639 von hier. 639. Selbe Spielchen jetzt hier. Kopieren wir die 2,50 Meter. Beginne jetzt 6 mehr hier.
Dann habe ich hier eine Bogenlänge von 16 noch was. Dann die letzte Länge ist die 27. Ach, das hier ist möglich. So, jetzt haben wir eine Abwicklung von der Linie und der Linie. Und jetzt mache ich mir hier schöne 3D-Splines. Das könnt ihr machen mit dem Befehl 3D-Kurve aus Axiom Gradiente. Denkt dran, wenn ihr das suchen wollt, den Befehl, also 3D- eingeben. Entweder hier, ja, 3D-, schauen wir, was kommt, 3D-Linie, okay. Dann geben wir halt hier noch ein Kurve. Kurve. Das sucht ihr euch. Natürlich gibt es da mehrere. Also hier 3D-Kurve aus Axiom Gradiente. Wenn ihr das Ganze in der Actionbar sucht, dann ist die Lupe ungefähr an der Position. Könnt ihr das auch eingeben und euch in der Actionbar anzeigen lassen. Mache ich jetzt nicht. So, damit wir jetzt hier zum Ziel kommen und alle glücklich werden, macht das einfach einzeln. Wenn ihr es komplett durchgezogen hinbekommt, dann ist es auch recht. Aber wird nicht bei jedem funktionieren, je nachdem, wie man es eingegeben hat. Deswegen nehme ich jetzt einfach den Weg, wie es dann jeder zusammenbekommt. Wir nehmen uns eine Linie und hier eine Linie. Wir müssen jetzt definieren, wo der Nullpunkt ist, also wo der untere Punkt ist. Der ist identisch von dem und dem. Ansonsten einmal hier draufklicken. Aber hier passt das. Und die Bezugshöhe ist hier die minus 3,1153. Wir können uns das wirklich alles sparen, wenn wir das alles auf einmal eingeben würden. Also einfach die komplette grüne Linie hier, die komplette hier und der Bezugspunkt funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe einmal die Linie verdreht, dann funktioniert es schon mehr nicht mehr. Und das will ich natürlich jetzt umgehen. Und deswegen zeige ich, wie man es so machen kann. Hier seht ihr auch die Kreislinie. Der Punkt, der Anfangspunkt ist hier. Hier ist er hier. Das ist falsch. Also einmal hier klicken und dann geben wir wieder die nächste Höhe an. Das ist hier die minus 2,965. Und wenn wir jetzt Enter klicken und uns das 3D-Bildchen anschauen, dann sehen wir, dass diese zwei 3D-Splines aneinander anschließen und gleich die richtige Höhe ergeben. Das ist der Knaller, oder? So, jetzt machen wir dasselbe Spielchen nochmal, hier und hier. Aber hier drehen wir wieder den Punkt und hier geben wir jetzt diese Höhencode ein. Minus 1,165. Wunderbar. Dann machen wir dasselbe Spielchen jetzt mit der Linie und der Linie. Also du und du, ihr seid bei minus 3,153. Der Kreis und diese Linie sind bei, das drehen wir, minus 2,965. Und die letzte Angabe ist diese Linie und diese Linie, drehen wir auch wieder. Bezugshöhe ist minus 1,165. Gut. Schaut schon mal cool aus, oder? Und jetzt müssen wir das noch irgendwie zusammenkriegen. Da kann man jetzt zum Beispiel farbiges Sweep nehmen, indem man das mit den Linien hier schließt. Aber mir reicht es einfach, wenn ich jetzt eine Loft erzeuge. Und auch hier ist wieder gesagt, wenn das Zeug anders erstellt worden ist, dass einmal der Punkt angegeben worden ist, einmal der und so weiter und so fort, dann mag das Loft nicht. Deswegen machen wir jetzt Step by Step, Linie für Linie. Wir gehen gleich in die 3D-Perspektive und dann schauen wir es uns hier an. Oh, was schwebt denn hier rum? Das löscht man schnell raus. Gut. Das war eine wichtige Linie. Moment, da haben wir was falsch eingegeben. Das war ja eine wichtige Linie. Ah, der hat da unten die Linie erzeugt. Das wollen wir natürlich nicht. Stopp. Die 3D-Linie löschen. Gut. Also wir erzeugen es nochmal. Du und du. Minus 3,153. Für die Methode, dass ihr den farbigen Sweep benutzen wollt, müsst ihr diese Elemente als einen farbigen Sweep oder einen farbig zusammenknüpfen. Das heißt, es muss wie so eine 2D-Polygonzug sein, nur in 3D. Das geschieht über
Elemente wandeln, jetzt muss ich schnell schauen. Ah, da, Elemente wandeln. 3D-Kurven in 3D-Polygonzug. Okay. Und dann, ja, was willst du? Dann sage ich, okay, hier fehlt wieder ein bisschen die Palette. Hier könnt ihr die Kreisteilung einfach mit aktivieren. Ich mache jetzt einen Rechtsklick und markiere mir diesen Weg. Ja. Rechtsklick. Und dann möchte ich noch, schauen wir schon, ob es geklappt hat. Ja, wir sehen, wenn wir mit der Maus drüber gehen, in der 3D-Perspektive, in der Animation und im Grundriss wird es komplett markiert. Selbe Spielchen außen. Ja. Rechtsklick, nehmen wir alles mit. Wieder Rechtsklick und wir kontrollieren zugleich. Wunderbar. Und jetzt dürfte der farbig Sweep funktionieren. Nicht, dass man sagt, Profil 1 auswählen hier, Profil 2 auswählen hier, Escape, farbig 1, den hier, farbig 2, den hier und wieder Escape. Und ja, jetzt sehen wir, das Ganze wird hier aufgeteilt. Wir machen das mal hier größer. So wird es jetzt gemacht werden. Jetzt könnt ihr da verschiedene Sachen ausprobieren. Ja, und dann, wenn ihr das alles ausprobiert habt, escapen. So wäre jetzt zum Beispiel das die erste Lösung. Und ich mache das nochmal rückgängig. Wir machen dasselbe Spielchen nochmal. Wir kopieren uns das. Also mit VX Sweep. Du, du, du und du. Escapen. Wunderbar. So schaut das aus. Oder wir machen ein Loft draus und wir können sogar diese Linien jetzt löschen, die brauchen wir nicht. Loft, dann sagen wir du und du. Genau, von den Innenkanten linear und so weiter und so fort. Geschlossen. Also wir schauen es in 3D an, aber kommt aufs ziemlich aufs selbe hinaus. Dann lösche ich mal alles, was ich nicht brauche. Wir erzeugen uns jetzt eine Ebene. Das hier wird jetzt unsere Ebene. Wir gehen auf Ebenen. Ansonsten hier Rechtsklick Ebenen. Im Untergeschoss Modifikationsmodus aktivieren. Rechtsklick eine Bezugsfläche einfügen. Einmal auf die 3D-Fläche. Und die benennen wir jetzt um in OK-Rampe. Anwenden. So. Wir gehen zurück in die Ebene 1. Und jetzt modellieren wir uns das Ganze. Wir modellieren uns aus der Architektur oder aus dem Assistenten am besten noch ein Plattenfundament. Wir schauen hier mal auf die Höhen. Höhe. Höhe 25 cm, super. Und hier die Oberkante nehmen wir eine freie Oberfläche. Die haben wir jetzt hier nicht. Weil wir im Fundamentbereich sind. Das heißt, jetzt kann ich das auswählen. Und habe hier die Oberkante der Rampe. Das Teilbild ist jetzt mal dahingestellt. Und jetzt könnte ich das Ganze abklappern. Jetzt seht ihr, ist nicht so schön mit dieser Ebene jetzt zum Sehen. Deswegen. Ändern wir das Teilbild. Wir kontrollieren noch ein letztes Mal die Höhe. Passt, passt, passt. Und dann klappern wir das Ganze auch hier ab. Und escapen. Und jetzt schauen wir uns die Rampe mal an. Jetzt haben wir den ersten Teil unserer Rampe erstellt. Stellen wir die Rampenwände erstmal nach den Vorgaben, was wir jetzt momentan haben.
Ja, wir haben hier unsere Rampe und möchten jetzt im Abstand von 2,50 Meter unsere Wände erzeugen. Ja, dann gehe ich zu meinen Architekturbauteilen, zu den Wänden und stelle jetzt Folgendes ein. Ich gehe in die Eigenschaften rein, hier in die Höhe. Und jetzt nehme ich hier wieder eine Bezugsebene, die Unterkante hier, suche mir die Rampe. Also wir müssen jetzt nicht Bezugsebene Oberkante der Bodenplatte nehmen, weil das geht schief. Deswegen nehmen wir die Oberkante der Bezugsebene der Rampe. Ja, 2,50 Meter, sagen wir mal, okay, machen wir 2,45 Meter. Ich weiß gar nicht, wie hoch muss denn das Ding sein. Machen wir 2,70 Meter, komm. Okay. Okay. Und jetzt können wir das Ganze modellieren. Wann fängt mein Kreis an? Das wäre natürlich jetzt cleverer, wenn ich hier den Grundriss drunter lege. Moment, das mache ich auch kurz. Genau. Viel cleverer. So, schauen wir, ob die letzte Einstellung beibehalten wurde. Ja, wunderbar. Okay, dann können wir auch damit arbeiten und anfangen. Das heißt, wir können jetzt von hier nach hier. Wir holen uns ein kreisförmiges Bauteil. So nicht, sondern wir gehen durch den Mittelpunkt. Jetzt haben wir die Außenkante. Ach komm, drehen wir um. Wir nehmen die Innenkante. Mag ich lieber von. Das tue ich dann Punkt modifizieren. Von hier nach hier. Man sieht, hat es jetzt super angeschmiegt. Und schauen wir, ob das funktioniert. Ohne. Weil hier sind wir nicht drüber hinausgegangen mit unserer Ebenenfläche. Schauen wir mal. Ah, okay, genau das ist jetzt passiert, was ich gedacht habe. Das passiert zum Beispiel, wenn man nicht mit der Ebene drüber hinausgeht. Also wäre es auch hier sinnvoll vielleicht gewesen. Ja, jetzt muss ich halt hier noch ein bisschen nachputzen. Wenn ich da hinzoome, dann sehe ich, okay, das machen wir so. Was habe ich für Wandstärke eigentlich drin? 25 passt. Gut. Punktmod hier zusammenführen. Passt, taugt mir, gefällt mir. Ja, ich habe jetzt in der Animation die Kanten ausgeschalten. Das ist bei der, finde ich, bei der Rampe schaut das so besser dann aus. Genau. Jetzt machen wir dasselbe Spielchen hier. Wir kontrollieren einmal nach, ob hier auch wieder so eine Scheibe abgeschnitten worden ist. Nein. Wunderbar. Dann machen wir wieder hier ein rundes Bauteilchen von hier nach hier. Cool. Sieht doch gar nicht mal schlecht aus für den ersten Moment. Natürlich können wir ja auch Fugenbleche einsetzen und so weiter und so fort. Das kommt aber alles im nächsten Video. Auch ein Fundamentchen machen wir und dann bewehren wir doch das Ganze mal ganz schön. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Peter.